Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hype the Time Quest. Beim letzten Mal haben wir uns hier die Standarte von Tascan dem Zweiten aus dem Kloster erobert. Und jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier wieder unbeschadet rauskommen. Denn jetzt bleibt uns noch eine einzige Standarte übrig, und zwar die Standarte von Tascan dem Vierten. Und da habe ich wirklich keine Ahnung, wo ich die suchen soll. Ich denke mal, ich werde dafür wieder zu Gustus gehen. Und wobei, der ist ja gar nicht da. Das ist ein Problem. Ich werde einfach mal in die Ära Tascans des Vierten reisen und gucken, ob ich da irgendwo die Standarte finde. Vermutlich auch im Kloster. Denn der König dürfte da noch sich versteckt halten. Wobei, die Standarte könnte auch in der Festung sein. Ich habe wirklich keine Ahnung, wo sie sein könnte. Deswegen machen wir es einfach so, ich gehe in die Stadt und werde dann da auch nochmal schnell zum Schmied gehen und mir die Rüstung reparieren lassen, denn wozu habe ich denn das viele Geld? Und in der ersten Ära geht das sowieso relativ günstig. Und dann werde ich auch gleich noch eine Mahlzeit in der Taverne einnehmen, einfach um meine Magie wiederherzustellen. Lebensenergie fehlt mir zwar auch ein bisschen, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Und dann werden wir in der Stadt einfach in die Ära Tascans des Vierten reisen und dann mal gucken, ob wir da irgendwie was hinkriegen. Also in der Taverne ist ja noch unsere Verlobte. Na, du greifst uns nicht an, das ist schön. Habe ich da gerade Geld hinter dir gesehen? Nein, das ist nur dein Morgenstern, der darunter hängt. Okay. Wie gesagt, wir gehen dann mal in die Taverne und fragen bei unserer Verlobten einfach nach. Die dürfte ja wissen, wo sich die Standarte befindet. Also hoffe ich zumindest. Und wenn wir dann alle vier Standarten haben, können wir hoffentlich endlich dem schwarzen Ritter entgegentreten. Aber bis dahin müssen wir erstmal kommen. So, ich gehe erstmal in die Ära Tascans des Ersten. Denn da ist es wesentlich günstiger. Da kriege ich hier für den Preis, den ich hier in der Ära Tascans des Ersten die Rüstung repariert kriege und die Mahlzeit kriege, kriege ich wahrscheinlich nichts zu schwer. in der Ära Tascans des Zweiten nicht mal eine Mahlzeit für. So, ja, Rüstung ist wiederhergestellt, bla bla bla, kennen wir ja schon. Du musst nicht jedes Mal so posieren, Hype. Jetzt geht's noch schnell in die Taverne. Und die ist ja auch direkt um die Ecke, um unsere Magie wieder aufzufüllen. Ich weiß, ich könnte jetzt auch Kräuter benutzen, aber die will ich eigentlich noch behalten und da habe ich so viel von. Beziehungsweise, Wenn ihr mir genug Plastik da gebt, muss ich so viele Kräuter für benutzen, um meine Energie wieder voll zu machen. Deswegen einmal hier 60 Plastiks bezahlt und dann habe ich die Zauberkraft wieder voll. Ich meine, ich finde ja unterwegs die ganze Zeit Geld und so habe ich wenigstens die Möglichkeit, dass ich mal ein bisschen was aufsammeln kann davon. So, ich überprüfe nochmal, ob wir wirklich die Standarten haben. Ja, 3, 1 und 2, die haben wir wunderbar. Das heißt, uns fehlt wirklich nur noch die Standarte Tascans des Vierten. Dann machen wir uns doch mal direkt auf den Weg dahin. Ich will eigentlich nicht wechseln, weil sobald ich hier aus dieser Sonnenuhr wieder hervortrete, werden mich die zwei Wächter angreifen, die da rumstehen. Und da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Vor allem jetzt, wo ich die Rüstung so schön neu und repariert habe, werden die mir da garantiert wieder Dellen reinhauen. Vor allem lassen sie sich nicht so leicht besiegen. Ja, da kommt schon das erste Messer angeflogen. Genau. Na, vor allem lassen sie sich nicht so leicht besiegen wie die Wachen aus dem anderen Zeitalter. Aber gut. Ja, erster Schlag schon getroffen. Aber meine Rüstung ist noch ganz. Das ist schön. Ja, ich glaube, das ist eine gute Taktik, hier rumzurennen. Jawohl, der erste ist schon mal platt. Und du wirst auch sofort sterben. Sehr schön. Wie viel Geld habe ich jetzt? Wieder 500. Okay, das hat sich doch gelohnt. Und vor allem, ich habe nur so wenig Lebensenergie verloren. Ich glaube, ich sollte meine Rüstung tatsächlich in besserem Stand halten. Denn sonst kriege ich ziemliche Probleme mit den Wachen. Naja, oh, ich dachte gerade, du wärst auch eine Wache. Gehen wir einfach mal in die Taverne. Oh nein, 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 nein. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ich mag dich nicht. Oh, von hinten kommt auch noch einer. Das ist unfair. Da, komm her, komm her. Nein, du wirst keinen Pfeil mehr auf mich abschießen. Hallo? So. Blöd, Mann. So. Tja, diesen kleinen Hinterhalt hatte ich vergessen. Da sind wir garantiert schon mal reingelaufen. Aber nun gut.
Die Taverne ist nicht mehr weit. Jetzt muss ich ein bisschen vorsichtiger vorgehen einfach. Hier scheint niemand zu sein. Ja, bis auf diese Frau da. Gehen wir einfach mal in die Taverne hinein. Bei dieser Stimmung draußen ist das sowieso ganz gut. Und gehen mal hoch zu unserer Verlobten. Na, hast du mich vermisst? Oh, Hype, mein Liebster. Es ist wunderbar, dass du den König so schnell befreit hast. Die Lage verbessert sich bereits. Wie? Du willst die Standarten aller Epochen auf der Spitze des Schwarzen Turms vereinigen? Das ist eine wunderbare Idee. Das Volk wird überwältigt sein. Das trifft sich gut, Liebster, denn ich habe die Standarte unserer Epoche. Na, das war einfach. Als du mit dem Schwarzen Ritter gekämpft hast, habe ich sie sichergestellt, noch ehe er dich in die Vergangenheit schicken konnte. Niemand hat mich gesehen. Hier ist sie. Ja, cool, danke schön. Du hast die Standarte von Tuscan im Wirten gefunden. Ja, da war es eine gute Idee, dass ich direkt hier in die Taverne gegangen bin. Und nicht irgendwie zu Gustus oder so. So, dann haben wir jetzt alle vier Standarten. Was nun? Ich bin stolz, deine Verlobte zu sein, Hype. Ich kann es kaum erwarten, unsere Standarten auf der Spitze des Schwarzen Turms zu sehen. Ja, da müssen wir auch erstmal hinkommen. Ich denke mal, da werden wir mit dem Drachen hinfliegen können. Wie war denn nochmal die Taste für die Karte? Nein. Ich guck mal eben unter Optionen. Bla bla bla. Schwert. Ja, wo ist denn Karte? Bin ich gerade blind? Nee, da steht wirklich nichts von der Karte. Wie kann ich denn die Karte nochmal öffnen? Das wüsste ich jetzt gerne. Ah, das war's. Ende. Ja, genau. Da unten ist der schwarze Turm. Da blinkt jetzt auch das Kreuz. Da müssen wir hin. Und im Wald beim Drachen blinkt auch das Kreuz. Also bleibt uns wirklich nur das übrig, einmal dahin zu gehen. Aber na gut. Ich frage mich, ob auch die Standarte hier im X markiert war. Na, reden wir auch mal mit den Räubern. Vielleicht haben die ja noch was zu sagen. Die Befreiung des Königs macht sich schon bemerkbar. Viele Männer und Frauen sind zur Widerstandsbewegung gestoßen. Na, das ist doch schon mal eine gute Nachricht. Aber ich glaube, solange der schwarze Ritter noch regiert, wird das nicht viel bringen. Das Königreich wird bald frei sein, Hype. Ich spüre es. Und das ist nur eurem Mut zu verdanken. Haha. Ja. Dann wollen wir das Königreich auch wirklich mal befreien und den nicht enttäuschen, ne? Das heißt vor allem, dass es jetzt aufgeht zum Finale des Spiels. Ja, wirklich lange werden wir nicht mehr spielen. Das heißt, wir werden uns jetzt aus dieser Stadt schleichen. Hoffentlich sind keine weiteren Wachen aufgetaucht, die die Tore hier bewachen. Sehr schön. Wunderbar. Wie steht's denn? Wir haben ein bisschen Lebensenergie verloren, das macht aber nichts. Mein Schild ist noch ausreichend verfügbar. Deswegen machen wir uns auf den Weg. Wäre das Schild jetzt in Bombe beschädigt gewesen, hätte ich in der Ära hier nochmal repariert. Oh ja, natürlich. Ist klar. So. Du kriegst eins auf die Mütze. Ihr kriegt alle eins auf die Mütze. Mir, naja, alle sind ja nur zwei. Aber das ist tatsächlich auch für Nahkämpfer eine gute Strategie, hier einfach rumzulaufen. Das muss ich öfter machen. Nur blöd, dass ich mal nur einen auf einmal erwische. Na komm, machen wir das noch richtig. Aua. So ist gut. Ja, cool. Also die scheinen meine Rüstung auch nicht wirklich zu beschädigen. Vor allem habe ich jetzt auch meine Lebensenergie wieder gewonnen. Das ist natürlich wunderbar. Ja, das Geld kann man nicht aufsammeln. Deswegen machen wir uns mal auf den Weg durch den Wald zum Drachen hin. Oh, ja. Hier sollte ich vielleicht nicht reinfallen. So. Weil dann geht vor allem unsere Rüstung wieder kaputt. Und da habe ich noch überhaupt keinen Bock drauf. Und hopp. Ah, sehr gut. Und nochmal darüber. Und dann haben wir das doch schon überstanden. Ja, du kannst ruhig auf mich schießen. Ich laufe jetzt einfach an dir vorbei. Oder beide. Ich glaube, das sind sogar zwei. Ich habe mich keinen Bock auf euch gegen euch zu kämpfen. Ich will jetzt hier das Spiel fertig machen. Ja. Na, du kannst auch mir mal auf die Nerven gehen. Boah, wie viele Wachen hier einfach unterwegs sind. Ist unglaublich. Aber die stellen ja kein großes Problem dar, wie man sehen kann. Na. Ach, das ist mein Pilz. Schade, ich dachte, das wäre irgendwas Cooles. Oh, da kommt mir hinterhergelaufen.
Na, da gehe ich mal schnell weg. Weil ich denke, durch den Baumstamm hier wird er nicht durchkommen. So. Na, du hast ja den Harnisch gar nicht, an den wir da gebracht haben. Das finde ich aber gar nicht gut. Ah, Hype. Ich habe diesen Augenblick mit Ungeduld erwartet. Du hast die vier Standarten. Wenn du sie auf der Spitze des Schwarzen Turms vereinigt hast, weiß dein Volk, dass es nun einen Führer in die Freiheit hat. Jetzt werden wir dein Juwel aufladen. Aha. Die Sonnenfinsternis tritt bald ein. Barnak hat keine andere Wahl, als den Nebel zu entfernen, der seinen Turm umgibt. Los, steig auf meinen Rücken. Okay, dann mache ich das und wir werden das letzte Juwel aufladen und damit hoffentlich die Kraft erlangen, Barnak zu besiegen. So, dann wollen wir das mal machen. Ein letztes Mal in diesem Spiel. So, darf ich noch speichern? Das Juwel der Götter ist von unschätzbarem Wert. Du brauchst nicht weniger als 70 Energieprismen, um es mit himmlischer Energie zu laden. Oh, dieser Himmel tut mir weh. Barnaks Schreckensherrschaft ist hier allgegenwärtig. So, speichern. Dann gucken wir mal, dass wir das Juwel aufgefüllt kriegen. So, genau. Ich muss gerade nochmal gucken, wie ich überhaupt steuere. Ich habe erst Steuerung gedrückt, aber das hat irgendwie nicht so gut funktioniert. Einfach mit der Renntaste, also mit Shift. So, selbes Spiel wie immer. Energieprismen sammeln, bevor meine Lebensenergie abläuft. Oh, was war das? Ein grünes Prisma. Ich glaube, das hat mehr Punkte gegeben. Hm, aber naja, 70 Prismen. Ah nein, ich sehe gerade, das hat mir Lebensenergie wieder gegeben. Sehr schön. Naja, wirklich kompliziert ist das ja jetzt nicht. Es sind halt mehr Prismen als sonst. Und wir müssen wahrscheinlich eine etwas kompliziertere Strecke fliegen. Aber das sollte eigentlich gut machbar sein. Oh ja, ich mag die Musik ziemlich. Da oben sieht man jetzt auch nicht nur den Wegweiser zurück zur Waldlichtung, sondern auch zum Schwarzen Turm. Da müssen wir dann gleich hin. Es geht alles gut, Hype. Bald wird das Juwel aufgeladen sein und ich habe festgestellt, wo sich der Schwarze Turm befindet. Oh, cool. Barnak löst den Nebel auf, um die Sonnenfinsternis zu beobachten. Bald können wir landen. Mach nur weiter. Alles klar, wir brauchen auch nicht mehr viele Juwelen. Das haben wir gleich geschafft, Sadila. Vor allem, wenn wir hier mal zwei auf einmal aufsammeln. Also Energieprismen, meine ich, nicht Juwelen. War das gerade ein Drache, oder? Also ich sehe hier die ganzen Drachennester tatsächlich. Da oben ist eins. Ah, fliegt nicht zu sehr daran vorbei. Das ist, glaube ich, schlecht für uns. Nein! Ach, die wollte ich doch haben. Naja, das letzte. Bravo, Hype. Das Juwel ist aufgeladen und es ist geschafft. Der Nebel ist vollkommen aufgelöst. Wir können endlich am Schwarzen Turm landen. Ja, dann machen wir das doch, oder? Sehr gut. Greifen sich jetzt wieder die Drachen an, die anderen? Anscheinend nicht. Unsere Lebensenergie wird wieder voll aufgeladen. Ja gut, dann fliegen wir einfach mal zum Schwarzen Turm hin, ne? Da sind wir ja schon einmal in der letzten Ära herumgeflogen, falls ihr euch erinnert. Ja, da führten uns die Energieprismen nämlich hier hinten entlang und einmal um den Schwarzen Turm herum. Oder zumindest das, was bis dahin schon vom Schwarzen Turm stand. Denn der war ja noch nicht fertig gebaut. Aber wie ihr sehen könnt, jetzt ist er ein bisschen größer. Und ich muss mal gucken, wo ich hier landen kann. Na, da offensichtlich nicht. Hallo. Aua. Aua. Hallo. Fliegt doch nicht so oft dagegen. Nein, hier kann ich nicht landen. Wo muss ich denn hin? Ach so. Ja, okay. Gut. Naja, immerhin kommen wir runter. Zwar mit etwas Lebensenergieverlust, aber wir werden uns dem Schwarzen Ritter stellen, hoffe ich zumindest. Der Bildschirm bleibt schwarz. Hallo, Spiel? Du bist doch nicht gerade abgeschmiert, oder? Das ist nicht gut. Das ist jetzt gar nicht gut. Hallo, machst du noch weiter?
Ah, wunderbar, es lädt. Boah, da hatte ich schon einen kleinen Schrecken jetzt. Ich hoffe, es ist auch alles aufgenommen worden. Na, da sind wir also am Schwarzen Turm. Na, Zertila? Beeil dich, Hype. Je schneller wir hier wegkommen, desto besser ist es. Ja, das glaube ich dir. Habe ich jetzt eigentlich die Lebensenergie? Wow, geil. Unser Schwert. Wir haben ein Laserschwert. Yay. Es ist mit der Energie des göttlichen Juwels aufgeladen. Und wir haben vor allem volle Lebensenergie. Das heißt, die Energie, die abgezogen wurde, war nur die von Zartila. Oh, das ist natürlich cool. Ja, ich denke mal, damit sind wir auf jeden Fall gut gerüstet, um den Schwarzen Ritter aufzuhalten. Hat den ganz schönen Turm gebaut. Wobei, das hier sieht nicht wirklich wie ein Turm aus. Kann ich den vielleicht sehen? Von... Nein! Ach nein, das ist nicht dein Ernst, oder? Aber ich habe keine Lebensenergie verloren. Das Schild ist immer... Also die Rüstung ist auch noch komplett... Naja, ich sollte das nicht herausfordern. Also irgendwie, ich sehe keinen Turm. Sind wir jetzt schon an der Spitze, oder... Na, eigentlich müsste da ein Turm hin, oder? Naja, gehen wir einfach mal rein und schauen, was uns dort erwartet. Danak. Oh nein. Nein! Zartila! Nein! Lass mich, Hype. Du hast wichtigere Sachen zu tun. Ich habe das Schwert des Friedens, Lizote gegeben. Und ich bin glücklich, dass du es jetzt besitzt. Du hast mir erlaubt zu sehen, dass nicht alle Menschen schlecht sind. Ich verlasse dich jetzt. Nein. Du weißt gar nicht, was du mir geboten hast, als du mir den Brustpanzer gegeben hast. Ehe ich dich verlasse, gebe ich dir seine Macht zurück. So bin ich dann noch ein wenig bei dir. Geh jetzt. Nein. Tja, das ist nicht so schön. Aber, hey, da ist er. Der letzte Zauber, den wir in diesem Spiel noch finden können. Zartilas Erbe. Du besitzt jetzt den Meister der Magie. Du bist jetzt Meister der Magie Focus Magicum Drachen. Ja, wir haben tatsächlich alle drei Drachenzaubersprüche. Ich werde dann auch mal. Nee, doch, das war hier. Den Feuerdrachenzauberspruch ausrüsten. Ja. Alle Zaubersprüche, sowas hatte ich bisher auch in dem Spiel noch nicht geschafft. Ja, cool. Tja. Arme Zartila. Naja, wir werden sein Erbe auf jeden Fall huldigen und extra für ihn Barnak besiegen. Also wir hätten es so oder so gemacht, aber jetzt machen wir das in seinem Namen. Und vielleicht können wir auch den Drachen besiegen, der Zartila getötet hat. Coole Fackeln hier mit blauem Feuer. Naja, dann würde ich sagen, speichern wir einfach nochmal. Und wie es jetzt hier in diesem schwarzen Turm weitergeht und ob wir Barnak besiegen können oder nicht, das wird sich erst in der nächsten Folge zeigen. Also bis dahin, macht's gut und bleibt dran!